Er ist nicht besonders schnell, seine Dribblings sind nicht besonders und seine Schusstechnik ist gewöhnungsbedürftig. Obwohl er immer unterschätzt wurde, ist Thomas Müller einer der erfolgreichsten Spieler, die es je gab. Hier ist seine Geschichte, vom Underdog bis ganz nach oben. Wie kann das sein, dass der so gut ist? Weil wenn man ihn anschaut, denkt man, das ist ein Kreisligaspieler. Thomas Müller wurde 1989 geboren und wuchs im beschaulichen Pehl auf, 50 Kilometer entfernt von München. Als er gerade 4 Jahre alt war, nahm ihn sein Cousin mit zum Training. Und obwohl er kleiner und jünger war, konnte er gut mithalten. Der Höhepunkt seiner jungen Fußballkarriere in der Saison 1998-99. Er schoss in einer Saison 120 Tore. Das blieb nicht unbemerkt in Bayern. Und als er 10 Jahre alt war, da wurde er in das Jugendteam seines Lieblingsvereins aufgenommen, dem FC Bayern. Er spielte gut und durchlief die Jugendteams. Ein Highlight war die Saison 2007-2008, als er bei der U19 18 Tore in 26 Spielen erzielte. Und wisst ihr, wem das auffiel? Dem Cheftrainer Jürgen Klinsmann. Dieser nahm ihn 2008 mit zu den Vorbereitungsspielen in der neuen Saison. Und dann am 15. August 2008 der große Moment. Seine Einwechslung im Bundesligaspiel gegen Hamburg. Aber er hinterließ keinen bleibenden Eindruck und wurde zurück in die zweite Mannschaft geschickt, machte aber dort in 32 Spielen 15 Tore und wurde Ende der Saison nochmals im Erstligateam eingesetzt. Ein ganz besonderer Tag war am 10. März 2009, Champions League Achtelfinalrückspiel gegen Sporting Lissabon. In der 72. Minute wurde Müller eingewechselt und er leitete ein Tor ein und erzielte in der 90. Minute das 7:1. Was für ein Moment. Zu Beginn der 2009-2010 Saison erhielt Müller seinen ersten Profivertrag und es gab einen neuen Trainer in München, Louis van Gaal. Und mit nur 28 Minuten Erstliga-Fußballerfahrung reifte Müller zum absoluten Stammspieler. Van Gaal hatte großes Vertrauen in ihn und obwohl es Topstars wie Robben oder Ribéry gab, das sagte van Gaal, Müller spielt immer. Und der zahlte das Vertrauen zurück. In dieser Saison spielte er in jedem Bundesligaspiel und machte 19 Tore in 52 Pflichtspielen. Und dann sein größter sportlicher Erfolg. Er gewann zum ersten Mal die Deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. Doch nur ein paar Tage später die bis dahin größte Enttäuschung. Es ist der 22. Mai 2010, Champions League-Finale in Madrid, Bayern München gegen Inter Mailand. Doch in der 35. Minute der Schock. Milito mit dem 1:0. In der 70. Minute schlug er nochmals zu. Diego Milito, fantastic run. Oh, Inter Milan wurde Champions League-Sieger und ein trauriger Thomas Müller musste zuschauen. Doch nur wenige Wochen nach diesem Tiefschlag erneut ein Wahnsinnsmoment für den jungen Müller. Er wurde mit zur WM 2010 in Südafrika genommen und beim Eröffnungsspiel gegen Australien dann das. Er schoss sein erstes Tor für Deutschland und bereitete ein weiteres vor. Deutschland wurde Erster in seiner Gruppe und im Achtelfinale der Kracher. Es ging gegen England. Und auch hier spielte er überragend. Er legte ein Tor auf und erzielte 2 Tore. Deutschland gewann 4:1 und zog ins Viertelfinale ein. Dort ging es gegen einen der Favoriten, Argentinien. Und das war ein ganz besonderes Spiel. Wenige Monate zuvor war Müller zum ersten Mal für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen, bei einem Freundschaftsspiel gegen Argentinien. Bei der Pressekonferenz danach jedoch ein lustiger Moment. Diego Maradona, der Trainer von Argentinien, beschwerte sich, dass ein unbekannter Spieler neben ihm sitzt und verließ den Raum. Müller war perplex und erst als dieser fertig war, kam Maradona zurück. Müller hatte dieses Ereignis noch im Hinterkopf und rächte sich in der 3. Minute. Deutschland gewann 4:0 und die Antwort der argentinischen Sportzeitung Olé, Diego, der Junge heißt Müller. Doch dieses Spiel hatte auch einen tragischen Moment. In der 35. Minute bekam Müller seine 2. gelbe Karte im Turnier und war für das Halbfinale gesperrt. Deutschland verlor, doch gewann das Spiel um Platz 3, in dem Müller sein 5. Tor erzielte. And Müller has his 5th. Und mit gerade mal 20 Jahren wurde er Torschützenkönig der WM und wurde als bester junger Spieler ausgezeichnet. Und er eroberte die Herzen nicht nur durch seine Tore, sondern auch durch seine sympathische Art. Meine beiden Omas und meine Opa grüßen, das ist schon lange mal überfällig. Auch in der nächsten Saison kam Müller in allen 34 Bundesligaspielen zum Einsatz und erzielte 19 Tore. Insgesamt verlief die Saison aber weniger erfolgreich. Bayern beendete die Bundesliga-Saison nur auf dem 3. Platz, sie scheiterten im DFB-Halbfinale und man wurde im Achtelfinale aus der Champions League
gekickt gegen Inter Mailand. Dann in der Saison 2011-2012 ein neuer Trainer, Jupp Heynckes. Doch die Saison war geprägt von Höhen und Tiefen. Er spielte zwar wieder jedes einzelne Bundesligaspiel, schoss von September bis Februar aber kein einziges Tor. Noch dazu musste sich Bayern wieder Dortmund in der Bundesliga-Saison geschlagen geben, doch es gab Revanche im DFB-Pokalfinale. Müller wollte sich beweisen, doch dann Dortmund gewann das Spiel mit 5:2. Lewandowski hat sehr viel Platz, Lewandowski! Eine Blamage. Diese Niederlage sollte am 19. Mai 2012 wieder gut gemacht werden, denn Bayern stand im Champions-League-Finale gegen Chelsea, das Finale daheim. Es war ein umkämpftes Spiel und Bayern hatte die besseren Chancen. Immer noch 0:0. Wir sind bereits in der 83. Minute. Müller mit dem Kopfball. Wenige Minuten später wurde er ausgewechselt und alles roch nach einem Sieg. In der 88. Minute traf Didier Drogba und ganz München konnte es nicht glauben. Doch das Spiel war noch nicht vorbei. Verlängerung. Und dann das. Drogba mit dem Foul. Es gab Elfmeter. Müller musste zuschauen, wie Robben verschoss. Es ging tatsächlich ins Elfmeterschießen und Müller konnte seiner Mannschaft nicht mehr helfen. Bayern verlor im eigenen Stadion das Finale. Dreimal Platz 2 in dieser Saison. In der 2012-2013 Saison wollte Müller und Bayern allen beweisen, dass sie auch Erster werden konnten. Bereits am ersten Spieltag übernahmen sie mit einem 3:0 gegen den Liga-Neuling Greuther Fürth die Tabellenführung und behielten diese durchgehend bis zum Saisonende. Sie wurden Meister mit 91 Punkten, Dortmund wurde Zweiter mit 25 Punkten Unterschied. Bayern marschierte wieder bis ins DFB-Pokalfinale und gewann auch dieses. Und auch in der Champions League spielten sie überragend. Sie schlugen Juventus im Viertelfinale, sie schlugen Barcelona im Halbfinale, einmal 4:0. Und einmal 3:0 und Müller traf in beiden Spielen und dann wieder Finale. Und diesmal war der Gegner kein anderer als das Team, das sie vor einem Jahr mit 2:5 gedemütigt hatte. Dortmund. Müller spielte von Anfang an und es war ein hart umkämpftes Spiel. Doch dann in der 60. Minute Bayern mit der Führung. Doch in der 68. Minute glich Dortmund aus. Und dann in der 89. Minute Arjen Robben, derjenige, der im Jahr zuvor den Elfmeter verschossen hatte, machte das Siegtor. Bayern und Müller gewannen die Champions League. Das Treppel war perfekt. Im darauffolgenden Jahr sollte es eine Überraschung bei Bayern geben. Jupp Heynckes war zurückgetreten und der neue Trainer von Müller, Pep Guardiola. Müller kam in der ersten Saison von Pep häufiger als Einwechselspieler zum Einsatz, schoss aber mehr Tore, insgesamt 26 in der Saison. Bayern gewann erneut die Meisterschaft und DFB-Pokal, musste sich aber im Halbfinale der Champions League Real Madrid geschlagen geben. Trotz alledem sollte das Jahr 2014 ein ganz besonderes für Müller werden. WM 2014 in Brasilien. 2 Jahre zuvor war Deutschland bei der Euro 2012 im Halbfinale gescheitert. Jetzt wollte das Team um Müller beweisen, was es drauf hatte. Das erste Gruppenspiel war gegen Portugal. Und in der 12. Minute ging Deutschland in Führung durch, wie konnte es anders sein, Thomas Müller. Dieser traf im Spiel noch zweimal und Deutschland startete mit einem 4:0 ins Turnier. Müller machte noch ein Tor gegen die USA und Deutschland wurde Erster in der Gruppe. Nach Siegen gegen Algerien und Frankreich marschierten sie bis ins Halbfinale. Dort ging es gegen einen der Favoriten, Brasilien. Müller mit dem 1:0 und Deutschland hörte nicht auf und gewann 7:1. Eines der legendärsten Spiele jemals. Und dann WM-Finale gegen Argentinien um Superstar Messi. Es gab gute Chancen auf beiden Seiten. Doch es fiel kein Tor. Verlängerung. Und dann in der 113. Minute. Der kommt an. Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Deutschland war Weltmeister. Weltmeister! Und Müller hatte wieder 5 Tore bei einer WM geschossen. In den nächsten 4 Jahren gewann er 4-mal die Meisterschaft und 2-mal den DFB-Pokal mit Bayern. Er lieferte konstant gute Leistungen, bis auf die Zeit unter Trainer Ancelotti. Dort hatte er eine Formkrise und es wurde sogar über einen Wechsel gemunkelt. Doch Ancelotti blieb nicht lange und ein alter Bekannter kam zurück, Jupp Heynckes. Und unter ihm erblühte Müller auch wieder auf und machte wieder seine Tore. Doch dann der nächste Rückschlag. WM 2018 in Russland. 2 Jahre zuvor war er mit Deutschland bei der Euro 2016 im Halbfinale gescheitert. Jetzt wollte das Team zeigen, dass es den WM-Titel verteidigen kann. Doch Deutschland verlor sein erstes Spiel gegen Mexiko und schaffte gerade so einen Sieg gegen Schweden.
Im dritten Spiel mussten sie gegen Südkorea gewinnen, um weiterzukommen. Südkorea schoss 2 Tore. Und das Unmögliche war wahr geworden. Deutschland, der Titelverteidiger, wurde Letzter in der Gruppe. Müller war am Boden. Doch hey, er war erst 29 Jahre alt und wollte bei der nächsten Euro beweisen, dass er und Deutschland es immer noch drauf haben. Doch dann im Jahr 2019 der Schock. Der Nationaltrainer Jogi Löw gab bekannt, dass er ab jetzt ohne Boateng, Hummels und Müller plante. Müller war enttäuscht, aber sagte, dass er trotzdem immer bereit sei, für Deutschland zu spielen, falls man ihn bräuchte. In der Saison 2018-2019 gewann er wieder mal die Bundesliga und den DFB-Pokal, genau wie in der Saison 2019-2020. Und in diesem Jahr spielte Bayern wieder eine Wahnsinnssaison in der Champions League. Im Viertelfinale schlugen sie Barcelona mit 8:2, Müller machte 2 Tore, im Halbfinale gewann sie gegen Lyon und dann Finale. Und das gewann sie gegen PSG mit 1:0. Müller war erneut ganz oben. In den nächsten 3 Spielzeiten gewann er erneut jedes Mal die Bundesliga und wurde aufgrund seiner guten Leistungen im Jahr 2021 zurück in die Nationalmannschaft berufen. Bei der EM wurde er in allen 4 Spielen eingesetzt, doch das DFB-Team schied im Achtelfinale gegen England aus, auch nachdem Müller diese Chance vergeben hatte. Und naja, er war auch bei der WM 2022 in Katar dabei und wir wissen alle, wie diese ausging. Deutschland schied erneut in der Vorrunde aus. Doch Thomas hat immer noch nicht genug und beweist, dass er mit 34 Jahren immer noch ein wichtiger Teil für Bayern und die Nationalmannschaft sein kann. Thomas Müller, ein Wahnsinnsspieler, der aufgrund seiner oft komisch aussehenden Spielweise oft unterschätzt wurde. Er ist ein Spieler, der immer alles für die Mannschaft gibt, der privat auf dem Boden geblieben ist, der immer für einen Scherz zu haben ist. Und nach Trophäen gemessen, der bisher erfolgreichste Fußballer ist, den Deutschland je hatte.